Magie bei JVC x 5500 in 5900 verwandeln? Ist das wirklich möglich? Naja gut, also ich glaube, ein bisschen mehr braucht es schon, als einfach die Hand aufzulegen und von einem Modell in das andere zu gelangen. Und wenn ihr wissen wollt, wie sich der neue x 5900 von JVC gegen den Sony VG260 schlägt, dann bleibt dran. Geräte von Sony, den VB260 und von JVC, den X5900. Im Gegensatz zu den Vorgängern, wie unterscheiden sich bei den Grundspecs, Helligkeit und so also weiter? Helligkeit, Kontrast und so weiter. Da gibt es eigentlich keine wirklichen Veränderungen zu den Vorgängern. Der Vorgänger vom VB260 ist ja der VB320. Mhm. Der hat dieselben Specs. Und Helligkeit? 1500 Lumen. Und beim JVC haben wir dann... Beim JVC hat eigentlich dieselben Specs wie der X5500, der sein direkter Vorgänger ist. Da gibt JVC 1800 Lumen an. Kontrastangaben? JVC gibt 40.000 nativ an, ja, und 400.000 dynamisch, also Faktor 10 mit der Blende. Ja. Der VW260 hat keine Blende und ein nativer Kontrast wird gar nicht angegeben. Also es gibt von Sony in dieser Hinsicht keine offizielle Werksangabe. Messtechnisch haben wir sie natürlich wieder untersucht und da landen wir eigentlich bei beiden Geräten auf ziemlich ähnliche Werte. Also die, wie die Angaben im Datenblatt jetzt, oder? Also JVC gibt die 40.000 an, die erreicht man aber nur, wenn man das Bild ganz klein macht und diese Iris-Blende. Mhm. Also wenn man das Bild maximiert und die Iris öffnet, liegt da so ungefähr bei 15.000 zu 1. Und das gleiche ist eigentlich beim JVC. Das heißt beide? Beim Sony, der liegt so bei 13.000 bis 20.000 zu 1, je nach Zoom. Und der JVC halt fängt auch so bei 15 an und geht bis 40, aber dann mal sehr wenig Licht an ausbeutet. Das heißt, in Sachen Kontrast, nativen Kontrast sind die beiden sehr mit minimale Vorteile beim JVC. Heller ist aber auch der JVC. Oder gemessen. Genau, der JVC ist natürlich nicht nur brutto heller, sondern auch kalibriert heller als der Sony. So ein 300 Lumen Unterschied hat man da schon ganz sicher, ja. Eine Neuerung beim neuen JVC ist, dass er jetzt bei 4K auch mit der Blende arbeiten kann? Bei HDR jetzt. Bei HDR, genau. Genau, die Blende, die adaptive Blende war beim JVC bisher immer auf SDR beschränkt. Mhm. Die war einfach bei HDR nicht aktiv. Und das hat man jetzt geändert. Sie arbeitet jetzt auch bei HDR. Und zwar so, dass das Bild dann eben nicht direkt versumpft oder so. Das heißt, ich habe jetzt also auch bei HDR-Zuspielung diesen großen dynamischen Kontrast. Genau, also die Blende ist so ausgelegt, dass sie halt in sehr dunklen Szenen den Schwarzwert verbessert. Mhm. Dem VW260 fehlt dieses Feature, er hat keine Blende. Wer die Blende da möchte, muss zum VW360 greifen. Arbeitet aber auch bei 4K. Die arbeitet auch bei 4K bei den Sony-Geräten. Es gibt ja schon lange auch den VW550 oder mhm. 500. Die hatten ja immer Blenden und die funktionierte von Tag 1 an auch bei 4K HDR. Ein weiteres Feature bei dem JVC ist, dass ich jetzt im Infofeld Informationen, also Metadaten über den Film abrufen kann. Richtig. Was hältst du davon, Ecki? Ja, es ist ein zweischneidiges Schwert. Erstmal, bei manchen Scheiben kommt diese Info nicht, haben wir schon gemerkt. Mhm. Das heißt, es ist schon mal kein Tool, auf das man sich pauschal verlassen kann. Zweiter Faktor ist, man weiß nicht, also diese Infos geben an, was ist das hellste Bild im Film. Ja. Ja, das hellste Bild im Film, das kann ein Bild sein, nicht? Und der Rest ist komplett anders, nicht? Insofern ist das, man weiß nicht, wie viel man auf diese Information geben kann. Und man weiß auch gar nicht, ob die Information jetzt 100% stimmt, mhm, vom Mastering und. Insofern, vielleicht kann das hier und da helfen, aber ich würde mich nicht pauschal auf diese Angabe verlassen. Was habe ich denn überhaupt von den Angaben, wenn ich die hellste stelle? Was soll ich damit machen? Also eigentlich ist die als Hilfestellung gedacht, um eben den Beamer in seinem HDR-Pegel auf den Film richtig einzustellen. Bei der Signalverarbeitung, gerade bei 60 Hertz, 4K, HDR, punktet der JVC? Der JVC punktet hier eindeutig, denn A hat er die HDMI-Chips mit voller Bandbreite bis 80 mhm. Gigabit pro Sekunde. Und B hat der Sony, und das liegt nicht an seinem HDMI-Eingang, denn der kann auch 12 Bit bei 60 Hertz, aber an der internen Signalverarbeitung bei HDR. Wenn man ihm 60 Hertz HDR zuspielt, mhm, tendiert er dazu, Farben zu reduzieren. Dann hat man diese Bending-Probleme. Das heißt, so Farbüberläufe kriegen so Ringe. Was im Internet oft diskutiert ist,
Beide Geräte können Full HD und 4K Material wiedergeben. Wir haben uns beide mal angeschaut bei der Schärfe. Beim Full HD Bild große Unterschiede, wenn die das wiedergeben? Ja, es hängt natürlich immer davon ab, wie man diese Bildverbesserer einstellt. Es gibt bei dem JVC das Multipixel Control, das MPC. Mhm. Das hat gleich drei Regler. Bei Sony gibt es die bekannte Reality Creation, die hat zwei Regler. Und man muss natürlich immer sehen, dass man die so einstellt, dass sie die Schärfe ein bisschen herausarbeiten, aber nicht irgendwie Artefakte provozieren. Mhm. Das heißt, da gibt es natürlich nicht unbedingt das eine Ergebnis. Aber ich denke, in unserem Vergleich haben wir schon beide auf einen guten Sweet Spot eingestellt. Ja. Und da hat der Sony die Nase vorn bei nativen 4K sowieso, weil er mehr Auflösung hat. Wenn wir nochmal beim Full HD bleiben, wir haben uns die Oblivion-Szene angeschaut. Full HD, genau. Auch da, also da hatten wir Szenen, da waren beide eigentlich gleich auf. Ich fand es auch ziemlich ähnlich. Das war nicht so ein Riesenunterschied. Aber wir haben natürlich auch Szenen gefunden, wo dann der Sony die Nase vorn hatte. Aber es sind, da war das auch recht deutlich in dieser, aber mussten diese Szenen dann auch schon wieder ein bisschen suchen. Gut, beim 4K-Material, da waren wir uns relativ einig, würde ich fast sagen. Ja, also da, auch wenn man da viel reingedreht hat beim JVC, hat er einfach nicht diese Detailschärfe erreicht wie beim. Da haben wir uns ja auch diese Testbilder mal angeschaut. Genau, wir haben dieses extra wirklich unkomprimierte 4K-Material genommen. Ja. Und aber auch tatsächlich hier mit dem normalen, also mit einer guten neuen Blu-ray, sah man den Unterschied. Auch mit einer 4K Blu-ray, dass der Sony einfach mehr Details dann noch herausgearbeitet hat. Also bei Standbildern hat der Sony sicherlich, beim nativen Material hat der Sony Nase vor. Oder in langsamen Bewegungen. Oder bei langsamen Bewegungen. Was aber natürlich ein Riesenvorteil vom JVC ist, ist die sogenannte oder die Zwischenbildberechnung. Ja, bei 4K jetzt. Bei Full HD haben beide welche, da sehe ich die Nase vielleicht beim Sony ein bisschen vorn in der Bewegungsschärfe, aber bei nativen 4K-Zuspielung hat der Sony keine Zwischenbildberechnung und der JVC hat eine Zwischenbildberechnung. Das ist ein Vorteil beim JVC. Und das ist, je nach Material kann das ja ein Riesenvorteil sogar sein, ne? Genau, und zudem macht der JVC das auch sehr ordentlich, jetzt auch schon seit Generationen. Was bei einigen Usern ja bemängelt wurde, ist bei JVC dieses Rauschen. Das sollte jetzt ja mit dem neuen 5er-Chip bei JVC etwas verbessert werden. Ich glaube, da spielt auch deine Einleitung ein bisschen so an. Bei neuen Gerätegenerationen wird ja immer viel hineininterpretiert, nicht? Dass die Geräte dies besser können und das besser können und jenes besser können. Wir haben es uns ja kritisch angeguckt und ich sehe jetzt keine wirkliche große Verbesserung im Rauschen. Und die JVCs haben nach wie vor diese Tendenz zum Rauschen. Das tun sie auch in Standbildern. Es hängt übrigens von gewissen Helligkeitsstufen ab. Also in diesen gewissen unteren Helligkeitsstufen rauschen sie sehr stark. Das hängt mit dieser Pulsweitenmodulation zusammen und in helleren weniger. Und das kann natürlich auch noch von der Farbe beeinflusst werden und natürlich auch noch vom Signal. Wenn im Signal auch schon ein gewisses Rauschen dran ist, wird das eventuell noch verstärkt. Mhm. Ob das jetzt ein Tick besser ist als bei der Vorgängergeneration, da müssten wir nochmal einen extra Vergleich anstrengen. Es gibt aber auch eine gewisse Streuung. Also es gibt auch eine gewisse Streuung. Das zu vergleichen ist also, denke ich, dann auch schwer. Ne? Das wird dann recht schwer. Also unter dem Vorbehalt einer bisschen Subjektivität kann ich da jetzt keine wirkliche Durchbruch bestätigen. Das heißt, der Sony ist da ein bisschen glatter. Interessant und spannend ist natürlich, wie sich beide Beamer mit 4K-Material schlagen, also mit HDR-Material. Richtig, mit UHD-Premium-Material. Genau. Das ist ja wirklich das Material, das beide an ihr Limit bringt. Das haben wir uns dann nochmal angeschaut, beide im AB-Vergleich direkt nebeneinander, um das zu vergleichen. Vorweg, was ist also die wichtigste Erkenntnis ist, denke ich, dass beide aus der Box heraus nicht unbedingt das beste HDR-Bild machen. Richtig, ja. Also die Hersteller scheinen darum bemüht zu sein, so irgendwie ein Setting zu finden, das so bei allen Filmen irgendwie passt, aber das ist eigentlich der falsche Ansatz. Also das beginnt bei dieser Clipping-Grenze, die bei 2000 Nits bis 4000 eingestellt ist, was einfach zu hoch ist für einen Beamer. Und dadurch wird das Bild out of the box viel zu dunkel. Um also mit den beiden Beamern HDR genießen zu können, muss man gewisse Grundeinstellungen machen. Ja. Was muss ich beim Sony? Ja, also beim Sony, also bei beiden Geräten muss der Pegel richtig eingestellt werden für die Spielfilme. Mhm. Und bei HDR gibt es verschiedene Pegel, je nach Film, aber alles über 1000 bis 1500 Nits ist eigentlich für Beamer ziemlich utopisch. Ja. Das heißt, man muss die erstmal so auf Ab Werk sind sie aber auf viel höhere Pegel eingestellt. Das muss also erstmal abgeglichen werden. Das ist beim Sony relativ selbsterklärend. Das geht mit diesem HDR-Kontrastregler, obwohl da auf der Skala nicht angegeben, was das angegeben ist, was das für Nitzgrenzen sind. Also Sony muss man so auf 70 bis 75 stellen.
Ja. Und beim JVC gibt es diesen Regler auch. Da ist etwas versteckt, heißt Picture Tone. Und mit dem kann man eben auch diesen Pegel einstellen. Das wäre dann so mit 2 bis 3. Und die beiden haben wir dann auch verglichen, als wir das eingestellt haben. Und, ja, dann hat der JVC immer noch den Hang des Absaufens. Ja. Das heißt, das muss beim JVC noch zusätzlich auch noch eingestellt werden. Das geht dann über den Dark Level Regler und den Brightness Regler. Muss man wieder ein spezielles schwarzes Testbild haben und gucken und Erfahrung haben. Eigentlich sind wir da beim Punkt, wo der Laie auch schon überfordert ist. Mhm. Also das kann auch ein geübter Fachhändler. Wenn man das so einstellt, dann sind eigentlich beide mit den Werksmöglichkeiten optimiert. Ja. Und dann hat der JVC visuell die Nase etwas vorn. Weil er immer noch ein bisschen mehr Punch hat, ein bisschen aufgrund der Helligkeit. Er hat einfach mehr Helligkeit, bei HDR ist Helligkeit sehr wichtig. Und er wirkt dann einfach etwas, wie du schon sagst, er hat ein bisschen mehr Punch. So, und dann kommen aber die Cine for Home, die HDR-Tunings rein. Bei dem Sony haben wir das ja schon in einem anderen Video erklärt. Ja. Also, richtig. Und bei dem JVC haben wir dann zusätzlich mit einem neuen Tool, was heißt, ist kein neues Tool, aber wir arbeiten jetzt damit, ein Tool eingesetzt, um im unteren Bereich mehr Zeichnung reinzubekommen. Oder was ist das genau jetzt? Genau, also die JVCs haben zum Glück die Möglichkeit, dass man ein externes Gamma-In einspielt. Also es gibt da so eine Import-Funktion, dann kann man tatsächlich ein externes Gamma reinkopieren. Und glücklicherweise wurde von einem pfiffigen User ein Tool geschrieben, mit dem man so ein Gamma kreieren kann. Also so eine spezielle HDR-Kurve. Und wenn man die tweakt, kann man die Durchzeichnung noch verbessern und obenrum kann man die Durchzeichnung noch verbessern und das Bild insgesamt was heller machen, dass das noch authentischer wirkt und. Das heißt, man gewichtet irgendwie ein bisschen die Kompromisse und kann das noch richtig schön feintunen. Ja. Und das spielt man anschließend im Beamer. Und da liegt natürlich auch wieder eine gewisse Serienstreuung des Beamers, was da optimal ist. Und dann zeigt der JVC sich nochmal von einer ganz anderen Seite. Also das HDR-Bild wird nochmal wirklich ganz schön, ganz schönes Stück heller, die Durchzeichnung wird besser und obenrum klippt er deswegen nicht unbedingt mehr. Das heißt, er verschluckt nicht unbedingt mehr. Und beim Sony, das haben wir ja schon im anderen Video vorgestellt, da nutzen wir seine dynamische Gamma-Funktion. Und wenn man die beiden Werte dann, also die getunten Cineform, was jetzt immer beim Cineform-Tuning dabei ist, wenn man das mal vergleicht, die beiden Bilder, was für einen Eindruck hast du dann? Wer hat die Nase vorn? Ja, also jetzt arbeiten ja beide an ihrem wirklich an ihrer Leistungsgrenze. Mhm. Und es ist eigentlich sehr überraschend, wie nah sie beieinander sind in vielen Bildern. Tatsächlich gelingt es dem Sony dadurch, dass er seine Helligkeit jetzt dynamisch einsetzt, diesen Helligkeitsunterschied aufzuholen. Er ist also definitiv nicht mehr dunkler als der JVC. In manchen Szenen sogar auch ein bisschen heller. Mhm. Manchen Szenen ist aber auch der JVC noch ein bisschen heller, je nachdem, Highlights. Er hat ja schon noch ein bisschen mehr Reserve, weil er diese 300 Lumen mehr hat. Aber sie sind in der Durchschnittshelligkeit sehr nah beieinander. Dann, wenn man jetzt verschiedene Szenen beobachtet, in sehr dunklen Szenen, also mit sehr subtiler Durchzeichnung, viel Schwarz hat der Sony natürlich, was heißt natürlich, aber er hat tatsächlich die Nase vorn, denn das dynamische, die Anpassung arbeitet hier sehr gut. Das heißt, der untere Bereich wird noch mehr auseinandergezogen, als es mit dem Nase zugeht. Aber nicht zu sehr, es ist schon noch subtil, wie man das von HDR gewohnt ist, aber man verliert doch noch weniger. Es ist jetzt nicht so, dass der JVC absäuft, aber der Sony bildet es einfach ein bisschen besser ab, was natürlich vielleicht auch je nach Raum nochmal ein Vorteil ist. Umgekehrt, wenn eine Szene hell ist und gleichzeitig auch sehr dunkle Inhalte, so Gegenlichtaufnahmen oder sowas, da hat der JVC noch seine Nase vorn, denn der Kontrast, dieser dynamische Kontrast vom Sony, der tendiert dazu, da den Kontrast ein bisschen anzuheben. Und das macht er auch, indem er unten ein bisschen abdunkelt. Da arbeiten wir mit unserem speziellen Tweaking ja dagegen. Das heißt, da säuft nichts ab, aber da ist der JVC bisschen heller von der Durchzeichnung. Mhm. Umgekehrt punktet der Sony wieder durch seinen höheren Ansichtskontrast. Das heißt, er ist pauschal optisch in der Lage, hell neben dunkel, ohne so einen leichten Schleier abzubilden. Da ist der JVC auch wegen seines E-Shift-Glases etwas unterlegen. Hat nicht so viel Ansichtskontrast. Und Schärfe und so, das ist ja nochmal ein anderes Thema. Hat jetzt nicht direkt was mit HDR zu tun haben. Aber unterm Strich sind sie schon sehr nah beieinander. Der Sony hat hier die Nase vorn, der JVC da, aber für mich war halt sehr verblüffend, dass der Sony sehr viel kompensieren kann mit seinem dynamischen HDR.
und wie viel besser beide nochmal aussehen gegenüber der Werkseinstellung sowieso, aber auch selbst wenn man die Werkseinstellung optimiert. Kurze Zusammenfassung zu den Geräten. Im HDR beide Geräte ziemlich ähnlich, würde ich sagen, insbesondere wenn man sie richtig einstellt mit dem Cinefor Home Tuning für HDR. Ja. Also es ist interessant, wie viel man bei beiden Geräten noch herausholen kann, wenn man sich wirklich mal ein bisschen dahinter klemmt und die Geräte mit diesen speziellen Funktionen nochmal tunt. Ja. Die anderen Specs, Schärfe hatten wir gesagt, Sony? Ne? Eigentlich schon, also der Sony ist der native 4K, wie man sieht das auch deutlich, dass er schärfer ist. Dafür hat der JVC natürlich Zwischenbildberechnung. Auch da ist natürlich immer so, bisschen die Priorität entscheidend. Was heißt hier schon das etwas schärfere Gerät? Helligkeit tun sie sich auch nicht viel. Ja, eigentlich nicht jetzt, ne? Mit diesem Tuning und ja. So, das darf, kann man jetzt nicht sagen, dass der JVC noch einen riesen Vorteil hat. Eigentlich bleibt nichts anderes übrig, als sich beide Geräte vielleicht mal beim Händler also anzuschauen. Eine klare, genau, was jetzt wirklich, also einen klaren Sieger gibt es so im also so eine absolute Kaufempfehlung genau, würde ich nicht aussprechen. Richtig. Wir hoffen, das Video hat euch gefallen zum VW 260 und zum X5900. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben, abonniert unseren Kanal und wir sehen uns dann bald wieder hier bei CineScience mit dem Ecki, mit dem Gunnar mit neuen spannenden Themen, würde ich sagen. Bis dann. Tschüss.